Moin moin Freunde der Geschäftsmesse und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ihr seht hier das Paket und ja, ich will nicht die Adresse leaken, aber der Absender ist die Victorinox Retail AG. Und ihr könnt euch ja denken, wenn ich bei mir hier Victorinox bestelle, ist es meistens ein Taschenmesser. Oder vielleicht auch mehr, immer ein schönes Gefühl, sowas aufzureißen. Oh! Ich weiß nicht, ob das bei meinen vorherigen Victorinox-Bestellungen auch so war, aber so ein richtig edler Karton mit so einem Gebirge und dem Victorinox-Schriftzug. Richtig cool. Was haben wir hier noch? Thank you. Danke. Merci. Grazie. Gracias. Und die beiden asiatischen Schriften kann ich nicht lesen. Genau, das dürfte der Lieferschein sein. Richtig. Und dann, was haben wir noch hier drin? Jede Menge Verpackungsmaterial. Ich fange mal mit dem unspektakulärsten Gegenstand an. Das ist ein stinknormales Classic Mini SD in Rot. So, hier seht ihr das gute Stück. Ist halt die Standardfarbe von Victorinox, aber ich finde, so eins kann man auf jeden Fall in seiner Sammlung haben. Einpacken kann ich das später. Dann die anderen beiden, die ich hier drin sehe, sind so die Main Character dieser Bestellung. Und zwar weiß ich gar nicht, ob ich ein Video dazu gemacht habe, aber ich habe mir schon das Victorinox Compagnon aus der Live to Explore Collection im Sydney Style bestellt. Und jetzt könnt ihr euch sicherlich denken, welche beiden noch fehlen. Das ist einmal der New York Style und der Paris Style. Und die beiden mache ich jetzt noch schnell auf. Oh, mega. So, jetzt kommt ein kleiner Cut, weil ich einmal die Kameraperspektive wechseln muss. Bis gleich. Und genau, da bin ich auch schon wieder. Hier seht ihr mal die beiden Kartons und genau, die Messer. Da haben wir einmal den Paris-Style in so einem richtig schönen Pink mit so einem coolen Muster. Genau. Und einmal den New York-Style. Und genau, auf die Funktionen etc. gehe ich nochmal in einem gesonderten Video ein. Und genau, zu jeder Live-to-Explore-Bestellung gibt es so eine Art Anhänger mit Victorinox-Logo dazu, in der entsprechenden Farbe. Und genau. In diesem Sinne war es auch schon wieder mit diesem Unboxing. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die Funktionen und so weiter, darauf gehe ich noch mit einem extra Video ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mir, wenn das der Fall ist, gerne mit einem Like. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Bei mir gibt es halt
hauptsächlich Daily Vlogs und Taschenmesser-Content. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Und ich sage, ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Haut rein.